Hi Leute und willkommen zurück zu Harvest Teller. Wir sind wieder zurück im Schloss Illusion, nachdem ich beim letzten Mal umgebracht wurde. Zum Glück haben wir jetzt die ganzen Shortcuts, das heißt, es geht wieder ein bisschen schneller. Und wir können ganz entspannt mal durchgehen, denn wir haben ja praktisch alles schon mal gesehen jetzt. Here I go. I owe you one. Piece of cake. I'm highly capable, you know. Dass sie auch einfach aufhören anzugreifen, wenn man selber nichts macht. Das habe ich noch nicht verstanden. I owe you one. Here I go. Yeah. I owe you one. Okay, müssen wir jetzt hier hinten war eine Kiste, das hat man gesehen. Okay, ich sehe dieses Beatrix-Material. Als ob er damit rausläuft. Let's get this over with. Here I go. Yeah. Suck. Just die. Okay, haben wir den Shortcut auch offen. Was haben wir sonst noch? I owe you one. Here I go. I hope you're prepared. Your judgment day has come. Yeah! Thank you.
Okay. So. Dann werden wir hier durch. Okay. Ja, dann gehen wir da zum Shortcut zurück. Ich muss halt ein paar Kills machen für ein paar weitere Level. Denn anscheinend sind die alle ziemlich zu stark für uns. Dann irgendwie ein paar Level mitnehmen. Oder beziehungsweise XP mitnehmen. Also wenn wir gegen Geist kämpfen müssen, ist es oder so. Das wird nix. Glaube ich. Wir haben hier nochmal 1400 Heilung, 2200 Heilung und das war's. Das wollte ich eigentlich, wenn wir nochmal zu so einem Speicherding kommen, benutzen. Ah, wir kommen nochmal zu so einem Speicherding, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Du gehst in die falsche Richtung. Also ich darf da nicht weitergehen. Das heißt, Aria ist hier einfach direkt eingesperrt oder was? Was ist das für ein Raum? Hier kontrollieren wir das Monolith. Kontrollieren? Warum sollten die Omen das tun? Das ist das gleiche Monolith, das wir im Alltag verwenden, richtig? Ganz genau. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was in aller Welt habt ihr vor? Wir haben keine Hintergedanken. Wir präparieren das Monolith und schenken es euch. Schenken es euch. Okay. Soll das heißen, das Monolith stammt von euch Omen? Korrekt. Wir kontrollieren, wie viel Energie sich darin aufbaut, damit es nicht explodiert. Warum würdet ihr uns etwas so Gefährliches geben? Ihr wolltet dieses Schloss betreten. Nun ist es eure Pflicht, euch die Wahrheit anzuhören. Verliert nicht die Fassung. Ich schere mich nicht um lächerliche Lappalien wie Monolith. Bring mich zu meiner Prinzessin sofort. Aber gewiss doch. Danke. Ein runder leerer Raum, toll. Wie wär's hier mit so Kisten mit Heilfood? Junge, okay, endlich. Der ist... Ich glaube, das mache ich so viel zu wenig. So, jetzt haben wir ein paar Buffs. That's enough talking for now. Let's get a move on. Hier ist gleich wieder gesperrt. This is not going to be an easy opponent.
Okay. Können wir hier hinten rüber? Ja. Kann man hier hinten rum? Bessere Frage. Ja, kann man. Okay, es ist ihm egal. Anscheinend. Yes. Ich dachte, irgendwas fällt jetzt von der Decke, aber anscheinend nicht. Das heißt, sind Aufzeichnungen vielleicht mit irgendwelchen Namen. Here I go. Let's get this over with. Gucken, 19 Uhr, okay. Bissen können wir noch machen. May lost souls find repose. Ich wünschte, Shrieker würde diese Angriffe machen, dass ich die nicht machen brauche. Ich will nicht mehr. Ich glaube, Kills haben wir genug gemacht erstmal. Okay. Auf die Karte gucken. Karte sagt, wir müssen irgendwo eigentlich nach oben. Da ist eine rote Tür, die wir nicht öffnen können. Das heißt, wir müssen jetzt runter und dann wahrscheinlich linke Seite irgendwie was finden. Set 2, ja, das habe ich immer noch nicht. Immer leg Schalter um, gar kein Problem. Ah, Scheiße. Bitte nicht töten, ich muss hier durch, danke. Könnt ihr vorgehen? Wenn die so eine Zeit umdreht. Ah. Ich habe gedacht, ich könnte so seitlich an denen vorbeigehen. Die gehen den Gang wieder weiter. Und dann. Ah. Ja.
Und hier endet unser Ausflug. Thanks. Tacos. I hope you're prepared. Your judgment day has come. Da kommt doch dichter. Faule Bande. Also wenn ich mit der Waffe moven könnte und nicht stuck wäre während der Animation des Angriffs, das wäre so geil. Oh meine Güte. Nein. Also ich muss die besiegen. Don't get sloppy. I'm highly capable, pull yourself you know. Together. Okay, ich sehe schon, wie gleich wieder mein Geld bei der Frau Doktor landet. Wo ich gar keinen Bock drauf habe. So, die 1200 haben wir. Das heißt, wir können das jetzt nochmal verbessern. Nice. Jetzt muss ich gucken. Angriffskraft geht hoch. Okay. Kannst du... So. Letztes Food. Also rüberspringen werde ich nicht versuchen. Okay. Und dann... So weit sind wir gekommen. Ja. Pech. Hätte noch ein Stück weiter kommen müssen. Ja, och, schade. Sehr, sehr schade. Dich einmal. Warte. Mist, ich muss einmal Mais behalten. Egal. Dann der Buff-Salat.
Das habe ich auch noch nicht verstanden. Du bekommst diese ganzen Buffs, also physischer Angriff plus 10, physische Verteidigung plus 10 und Magieangriff plus 10. Es steht aber nicht für wie lange. Und so lange war es. Jetzt glaube ich echt nicht. Saft noch mitnehmen. Hello, little crappies. Es ist halt schade, dass in diesem Schloss keine eigenen Pflanzen-Dingszeug wachsen. Sonst könnte man, glaube ich, leichter dadurch. Dann muss ich hier bei mir ein bisschen Stuff abbauen. Einiges an Geld für die Waffen-Upgrades. Ich könnte 4 Waffen-Upgrades auf 4 verschiedene Charakteren, also 4 einzelne Upgrades machen, oder 2 Upgrades auf 2 Charakteren. So viel Geld habe ich. Und dann war's vorbei. Hello, little crappies. Hello, little crappies. Können wir eigentlich gucken gehen? Ja. Genau. Ja, und das wären halt die anderen 2. So, und das andere ist... Ah, okay, das Beatrit war jetzt das Material, was mir gefehlt hatte. Okay. Okay, dann müssen wir damit erstmal auskommen. Cheers.
Hier so ein bisschen Milch kaufen. Pleite. Auch Milch zur Heilung mitgenommen. Rum. Okay, rechts runter, komplett bis hinten durch und hoch. Genau. Alles ignorieren. Haben die Gegner aus dem anderen Raum gerade auf sie noch geschossen? Ich will gern daran. Ich will nicht in die. Entweder macht das Damage oder da kommt oder das spawnt Gegner. Und auf keins von beiden habe ich Lust. Steht jetzt hier vor meiner Tür. Let's get this over. Not a bad decision. Here I go. Just die. Let's get this over with. Es ist wirklich sehr, sehr langsam, der Cast. Here I go. I hope you're prepared. Your judgment day has come. Piece of cake. I'm highly capable, you know. Okay. Ja, eine Milch. I owe you one. Vielleicht noch eine Milch. Okay. Ja, wir müssen also an allen Gegnern vorbeirennen. Geil. Nur weil die hier hinten noch eine Kiste verstecken mussten. Here I go. Let's get this over. May lost souls find repose. I owe you one.
So. Okay. Dann können wir da jetzt den Shortcut. Genau. Oi. I owe you one. Euer Ernst jetzt? Also wir werden das... Na gut, ich habe kein Geld, wenn ich sterbe. Die kann die Ärzte mir nichts wegnehmen. Damit wir verarschen jetzt, ja? Das ist kein Kampf. Also es kam diese Anzeige nicht. Sie spüren etwas, bla bla bla, wollen sie ja oder nein. Das heißt, ich kann hier einfach durch. Uff. Okay, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.